Jo Freunde der gepflegten Unterhaltung, bei mir im Shop gibt es wieder eine fette Aktion, viele neue geile Produkte. Hier seht ihr einmal die limitierte Autogrammkartenaktion, beziehungsweise die limitierten Autogrammkarten. 5 verschiedene Motive, allerhand signiert, limitiert und nummeriert. Die gibt es gratis zu jeder Bestellung per Zufallsprinzip eine dazu. Ansonsten gibt es noch 2 Gratisprodukte. Ihr könnt euch einmal aussuchen, den Schlüsselanhänger. Wenn ihr den haben wollt, nehmt ihr den. Oder wenn ihr sagt, ich will keinen Schlüsselanhänger, ich will ein Feuerzeug, dann könnt ihr euch auch ein Feuerzeug auswählen, Clipper-Feuerzeug, auf ganz entspannt. Und wir haben, Kai, was machst du hier? Mach mal Abfahrt. Und wir haben ganz viele coole neue Produkte, aber ich zeige euch heute die Handyhüllen für Samsung und für iPhone. 4 verschiedene Motive für euer Telefon. Gerne auschecken auf Montanabeck.de. Tigger, was machst du denn da, du? Also, es gibt jetzt Handyhüllen, wie gesagt, für euer Handy. Gab es lange Zeit nicht, jetzt wieder für euch am Start auf Montanabeck.de. Auschecken, G steht für Gen. Danke euch. Nur Liebe, Monte L in den Chat. Danke euch. Ich erzähle gerade, wir waren in der Kölner Innenstadt und die Leute konnten halt Parfum gewinnen, auch wie jetzt hier. Und die mussten halt, wir hatten eine Box dabei mit 138.000 Euro und die mussten halt dann raten, wie viel das wert ist. Wir haben halt so Randoms gefragt, aber wir mussten halt am Ende abbrechen, weil wir fast überfallen worden wären. Meinst du fast überfallen? Wir waren mit genug Security halt da, ne? Aber wir mussten halt dann unterbrechen und am Ende mussten wir dann abbrechen, weil zu viele Leute kamen dann. Komische Leute. Aha. Ja. Guckst du Marc Eggers Straßenumfragen? Ja, schon, ab und an mal, ja. Ja? Mhm. Wir haben für ihn auch ein Video aufgenommen, ne? Digga, was der Marc für ein Raubtier ist. Das ist unglaublich. Was meinst du, Raubtier? Mit den Mädels. Zack, 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 zack. Ja, weißt du, was, wenn er für mich ein Raubtier wäre, Digga? Also nicht ein Raubtier, sondern ein Tier im Sinne von? Ja. Wenn er mal mit einer 5 Jahre zusammen ist, Digga. In der heutigen Zeit sich Weiber klären, Bruder, mit ein bisschen Charme. Mal, ich bin nie schwer. In der Stadt. Ich bin, oh, ich glaube, habe ich da irgendwas gemacht hier? Nein. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, schon, aber es ist nichts, ich finde, also nicht, sei mir nicht sauer, es ist nichts Besonderes mehr dran, sich Frauen zu klären, beziehungsweise da auch als Frau sich Männer zu klären. In der heutigen Zeit ist doch schneller Sex was ganz Besonderes geworden über die ganzen Dating-Apps und. Ja. Ich sag mal so, ich hab, als ich Single war, also Tinder, das, sowas gab es gar nicht. Ja, damals, natürlich, ich weiß, aber jetzt. Ja, jetzt. Deswegen finde ich, ist halt einfach nichts Besonderes mehr, sich easy die Mädchen zu klären oder easy als Mädchen sich die Männer zu klären. Das ist nichts, wofür ich Bewunderung habe oder mir denke, boah, Marc ist voll der krasse Motherfucker. Nein. Er ist doch kein Raubtier. Nee, ist kein Raubtier. Hast du aber gerade vor. Ich sag gar nichts mehr. Nein, also mehr kann ich da nicht sozusagen. Ja. Uhren? Also Uhren sind erstmal drin. Ja, du möchtest auch diesen deutschen Vibe, also möchtest du beibehalten, ne? Ganz korrekt. Wie viel ist das wert? Ja, sehr viel. Ja, genau. Wie man es von mir kennt, ne? Der ganz korrekte. Nee, ja. Natürlich nicht. Also, ich glaube. Der babyblaue Anzug ist dabei. Ja, links, ne? 220.000. Boah, nein, ist viel zu viel. Oh, 138. Du hast mich verwirrt. Der macht einen nervös, ne? Ja, du hast. Nur ganz kurz, ja. Also die kostet, wie viel war ich richtig? Die kostet 50. Ey, das habe ich gesagt. Ja. Ich habe doch 50 gesagt. Okay. Die kostet 63 auch, und die ja. 25. Von daher, wir fragen jetzt mal ein paar Leute und dann mal schauen, ob sie richtig, wenn sie richtig raten, bei einer Abweichung von 10.000 Euro werden sie einen Orange Flamingo von uns bekommen und mal sehen, ob sie sich darüber freuen werden. Wir gehen weiter. Ihr habt das Glückliche losgezogen. Ihr müsst schätzen, wie viel Wert hier in der Box ist. Falls ihr richtig seid, könnt ihr einen Orange Flamingo gewinnen. Mit einer Abweichung von 10.000 Euro. Ist das was? Ja. Okay. Wenn ihr falsch liegt, müsst ihr den Wert... Ich glaube, ich habe jetzt irgendeinen Fehler gemacht, weil die Leute in den Kommentaren geschrieben haben, dass ich die abgezogen habe. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich glaube, ich habe falsch gerechnet jetzt. Und die haben richtig getippt. Was die beiden Jungs ja, ich glaube, ja. Der Uhren an mich zahlen. Perfekt, Jungs. Also, schaut mal rein. Kennt ihr die Marken? Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade jüngere Leute sich etwas besser auskennen als die ältere Generation. Oh. Und jetzt enttäuscht mich nicht. Also, welche ist die teuerste Uhr hier in der Box? Ich hätte gesagt, die in der Mitte. Vollkommen richtig. Patek ist die teuerste. Sehr, sehr schlau. Wisst du schon mehr als du fast. Ich bin gerade echt traurig, aber ja. Klar, der hätte mehr von mir erwartet. Ne? So, dann sag mal, haut mal raus, was diese Box komplett wert ist. Es geht um das Parfüm, ne? 200 Euro. Es gibt nur ein Parfüm für beide, müsst ihr euch halten. 130.000. Ah, leider. 138 wäre es gewesen. Was komm, hat er aber gesagt? Du darfst auch. 130.000 hat er gesagt. Nein, dann habe ich ihn abgezogen. Ey, Jungs, sorry, ich habe euch einfach abgerippt. Und ich hab dem Nächsten, obwohl er 100.000 daneben war, hab ich einfach geschenkt. Ernsthaft? Du siehst es jetzt gleich. Nochmal. Ach so. Ja. Jungs, vielen Dank. Gleich beim nächsten Mal, ja? Okay. Wie viel war es jetzt? 194? 130? Mal nochmal zurück. Er hat 130. 190? Um Parfüm, ne? 200 Euro. Es gibt nur ein Parfüm für beide, müsst ihr euch halten. 190.000.
190.000. Ah, leider, 138 wäre es gewesen. Okay. Komm, aber du darfst auch nochmal. Achso. Ja. Jungs, vielen, vielen Dank. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja? Wie viel war es jetzt? 134 oder 140? 138. Gut. Hattest du nur einen Sicherheitsmann dabei? Nee, wir waren sechs. Herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Und zwar fragen wir die Leute heute mal, wie viel Geld habt ihr denn auf dem Konto? 30.000. Selbstverständlich. Ja. 30.000, ja. Kennt ihr euch mit Uhren ein bisschen aus? Rolex schon mal gehört? Dann, wie viel ist diese Box wert? Stabile Frisur, hör mal, was hat der hier vorne, ne? Alter. Hast du deswegen gerade gedacht? Ja, ich hab gedacht, weil es hier so, das hat so vibriert, so gewackelt. Wurde mir zugelacht? Was? Ich hab gar nicht gelacht. Nein. Okay. Nein. Wie ist dein Name? Leviano. Leviano, sehr schöner Name. 300.000 ist knapp daneben. Wir sind bei 138. 38? Aber vielen, vielen Dank. Trotzdem, das war für dich. Aber warum hast du denen das jetzt gegeben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Das war aus der Intention. Der Marc hat das in der Hand. Und da habe ich dem einen das geschenkt. Magst du danach? Ah, okay. Auch korrekt, dass du es den anderen nicht geschenkt hast. Es hat keinen Grund. Ich fand seinen Namen schön. I don't know. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt wahllos, ne? Ich merke, dass es wahllos ist, ja. Gut, großzügig. Na gut. Weiß nicht, warum die anderen jetzt nichts bekommen haben, aber gut. Das sollte jetzt nicht heißen, dass die anderen mir nicht sympathisch waren, aber die sahen so lost aus. Ich habe dann gedacht, weißt du, musst dir was da lassen. Das Orange Flamingo, das Parfum. Möchtest du umsonst haben? Ja, gerne. Dafür musst du mir nur eine Frage richtig beantworten. Und zwar, guck mal in die Box. Boah. Du musst mir nur verraten, wie viel... Da wurde es schon voll, ne? Jetzt, da genau an diesem Punkt sind dieselben Leute, die am Anfang, als wir es wieder aufhören mussten, da wurde es jetzt dann richtig voll. Da kamen auf einmal so viele Leute. Aber was für Leute? Kriminelle Leute aus deiner Wahrnehmung? Also ich sag mal so, an dem Tag, das war der heißeste Tag Deutschlands mit 40 Grad und die Jungs waren auf E-Scooter mit Weste, Kappe hier runtergezogen und haben Fotos, Videos gemacht und es kam immer mehr. Glaubst du, die waren da drauf, eventuell ihm einfach das Ding aus der Hand zu reißen und mit dem wenigstens ein Ding wegzufahren? Ja, wenigstens ein Ding. Sieht man die noch? Wir gucken mal auf den Hintergrund, vielleicht sieht man den. Alles zusammen. Alles zusammen. Willst du das Parfum haben? Ja, ja, ich bin am Überlegen. Ich man gewinnt es ja auch, wenn man falsch liegt, gar kein Thema bei Marc, aber trotzdem gibt er. Oh, hier, da ist er. Der ist er. Boah. Was? Ja, kann sein. Da war ein Kind, Marc, so, okay. Diggi. Man gewinnt es ja auch, wenn man falsch liegt, gar kein Thema bei Marc. Da hat die Oma. Guck dir die Oma an. Guck dir die Oma an. Ja. 100.000 insgesamt. Ja, und du denk nochmal drüber nach. Mehr oder weniger? Ja. Okay, dann vielleicht ein 3, 4. 130? 130.000, meinst du? 300 und 400.000. 130.000. Der Idiot, Alter. Der ist so Diggi. Der hättest du auch Gold über die Füße legen können, der wäre rübergestiegen. Damit hast du tatsächlich das Parfüm gewonnen. 130.000, das war ehrlich? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Viel Spaß damit, ja? Du bist ein Kenner und weißt du was? Du kannst auch die Uhr mitnehmen, komm. Die erste. Aber das Mikro ist ein bisschen übersteuert, ne? Ja, ein bisschen, ja. Die erste Uhr holt. Der Profi. Zu wo? Bei dir natürlich. Genau. Lass den Marc nicht hängen? Nee, ich lasse jetzt. Wir ziehen weiter. Kann ich Foto bekommen? Ja, klar. Die erste Uhr zu hoch bei Marc Eggers. Eine gefälschte aus Istanbul. Das ist der Elias. Wer? In der Mitte ist der Elias. Habe ich eben, der macht auch so Detektivarbeiten und so, arbeitet auch für andere Ketten und so. Der hat Stories erzählt von so Ladendiebstahl und sowas alles gemacht. Aber der hat auch für Sicherheit bei euch gesorgt, oder? Ja, auch. Ja, ja, genau. Kennen Sie uns? Nein. Sie kennen uns nicht? Nee, ich bin auch zurecht hier. Ah, Sie sind auch das. Aber Rolex kennen Sie, die Marke? Rolex, ja. Rolex kennen Sie? Ja. Sie müssten jetzt einmal erraten, wie viel Wert da drin ist. Oh, ich denke 10 Deutschen. 10.000? Ja. Das sind, aber sag mir ehrlich, das sind die Kunden, die man sich wünscht, die Uhren zu verkaufen und sagen, ich glaube, die ist 10.000 wert. Ja, kaufe ich sofort. Ja, leider haben solche Leute. Was würdest du, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, was würdest du machen, wenn so jemand zu dir kommt und sagt, hier die Rolex? Hatte ich schon. Ist 10.000 wert, aber die ist 100.000 wert? Habe ich schon, ja, natürlich, würde ich sagen. Habe ich schon gehabt. Aber warum bist du eigentlich so unhöflich heute zu mir? Wieso? Oder warum, was ist denn mit dem Red Bull? Ach so, ja. Das ist gefühlt, schuldest mir jetzt 5 Euro, weil die Kühlung. Ich nehme das, ich nehme jetzt gleich mit nach Hause. Echt? Deswegen, ich wollte es mit nach Hause nehmen. Okay, gut. Alter, ich habe hier schon 4 Red Bull getrunken. 2 Red Bull hast du getrunken. Das ist schon das vierte. 10.000. Der Koffer jetzt. Ah, komplett. Nee, ja, also diese 3. Nein, nur die Hälfte. Also der war ja komplett dran vorbei. 3 Uhren zusammen. Oh, ja, 10, 15, ja, wirklich.
Da kriegt man selbst bei Louis Vuitton einen Schlüsselanhänger für. Das ist eine Rolex. Ja, da weiß ich schon. Aber ich habe keine. Ja, leider ein bisschen daneben. Ja. Ja. 138.000 Euro sind das jetzt. 138, ja. Komm, aber dann nimm mit für 10, komm. Aus Holland oder wie? Ich bin keine Glocke. Kein Uhrenträger? Hm? Kein Uhrenträger. Nee, nee. Okay. Aber aus Holland? Was? Aus den Niederlanden. Er weiß gar nicht, wo wir sind. Er weiß gar nicht, was hier los ist. Digga, wie kann ein Holländer das nicht verstehen? Was? Er hat so richtig ungleich, was war das? Ein Uhrenträger. Nee. Ja, okay. Aber aus Holland. Was? Aus den Hä? Digga, er weiß ja gar nichts, was los ist, Alter. Niederlanden. Ja, Niederlanden. Ja, okay. Sehr schön. Der hat bestimmt einen kleinen gesmoked gehabt, Alter. Ja, das war unsere Frage schon. Ja, okay. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, gibt's eigentlich nichts zu lachen. Sie waren nicht gut. Ja, es war schlecht. Ich war ein bisschen. So frech von Marc. Das ist. Kiss eigentlich gar nichts zu lachen, sie war schlecht. Guck mal, wie er sich argumentativ da rausretten will. Ja, alles gut. Grüße, ne? Ciao, ciao. Marc, wir müssen gehen. Ja? Er hat richtig besorgt schon geguckt. Marc, wir müssen gehen. Ja? Wir müssen gehen. Ja? Wir müssen definitiv los. Ja, Leute, wir haben ein bisschen für Unruhe gesorgt in der Kölner Innenstadt. Leider, ich war nicht schuld jetzt. Nein. Ich war mal nicht schuld. Leider müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Lasst mal gerne in den Kommentaren da, falls wir es nochmal machen sollen. Und dann vielleicht mit Fake-Uhren drin. Das wäre lustig. Und wir bewegen uns wieder nach Hause. Hat's Spaß? Ey, super. Es war auch für mich. War ein gutes Video. Ich glaube, die einzige Stadt, wo du so ein Video machen könntest, gefühlt ohne Sicherheit, wäre Dubai, ne? Ja, genau. In Dubai könntest du. Dubai ist kein Problem. Aber überall anders ist Katastrophe. Vielleicht, also auch, also in Deutschland, du kannst nirgendwo sowas so machen ohne Security, aber Köln, sorry, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber das, was wir an dem Tag da in Köln gesehen haben, in der Innenstadt, war Katastrophe, wirklich. Aber ist es nicht auf einer irgendwie traurig? Es hat sich geändert. Also es ist ein krasser, also ich sag mal, wenn ich jetzt an 2016, 2015 denke, da war das noch nicht so. Das ist echt extrem geworden, ne? Es ist wirklich, du hast Leute, du kannst dir gar nicht vorstellen, bei uns waren auch, du weißt ja auch, manche Leute sind nicht böse, zum Beispiel, wir hatten ein paar Obdachlose da, die haben dann so auch schon so auf die Uhren geguckt, ne? Die sind da so stehen geblieben haben so, und da wurde schon gesagt, so, okay, was geht denn hier ab, ne? Aber allgemein, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, das ist einfach ein sehr, sehr gefährliches Thema, und wenn man dafür keine Sicherheit hat. In Düsseldorf auf der Kö, mitten am Tag, vor, ich glaube, einem Monat, wurde jemand, Richard Meltobillon, für 1,5 Millionen Euro von der Hand, 15:30 Uhr, also das ist einfach Wahnsinn. Von der Hand gerissen? Ja. Und hat man den bekommen, oder? Nein. Die Uhr wird auftauchen, weil man die Uhr nirgendwo anders reparieren kann. Die Uhr wird auftauchen, aber die ist kaputt, oder was? Nö, die Uhr, du kannst ja ein neues Band dran machen, aber wenn die irgendwann mal zum Service geht, die Seriennummer ist ja gesperrt, von daher wird sie irgendwann wiederkommen. Aber kann man die nicht auf dem Schwarzmarkt reparieren lassen? Doch, aber guck mal, die Uhr ist geklaut. Dann geht die jetzt zu einem. Der verkauft die wieder weiter. Am Ende, derjenige, der die am Schluss bekommt, der weiß ja gar nicht, dass sie gestohlen ist. Und dann, wenn der die dann zum Service mal gibt, dann ist vorbei. Ja, also man merkt schon, dass es einfach seit ein paar Jahren sich ändert. Aber meine Eltern haben ja lange in Südafrika gelebt, in Johannesburg. Und da ist natürlich ganz normal. Da hast du das andere Beispiel. Ne? Da, zum Beispiel, wenn die Sonne unten ist, dann gehst du halt nicht mehr nach draußen. Und du wohnst nur eingezäunt. Also es gibt immer ums Haus, gibt es immer Meter hohe Mauern. Security bewaffnet auch, ne, mit schweren Waffen. Und das ist halt normal. Wenn das Licht aus ist, zum Beispiel eine lustige Regel, Frauen müssen, wenn die Sonne untergegangen ist, nicht mehr an roten Ampeln stehen bleiben. Meine Schwester, also es ist normal, es hört sich verfolgt an, aber es ist normal, überfallen zu werden. Jeder wird mal überfallen, alle werden überfallen. Meine Schwester. Wo dort meinst du? Johannesburg, ja. Meine Schwester ist abends nach Hause gefahren, glaube ich, mit einer Freundin noch. Sie hatte eine Louis-Tasche hinten, fährt auf die Ampel zu und die Ampel, sie wollte gucken halt, ob rechts und links jemand kommt. Dann haut jemand die Scheibe ein, springt hinten auf die Rückbank, also durch den Kofferraum und nimmt die Louis-Tasche raus. Sie drückt aufs Gas, er fällt raus. Aber hat er die Tasche bekommen? Ja, ja. So ist das, ne? So ist das. Das ist gefährlich. Wie findest du denn in Buxtehude jetzt? Oder so allgemein hier, in dem Bereich, wo du wohnst? In Buxtehude? Also Buxtehude habe ich keine Angst, ne? Okay. Na gut, bist du der Bürgermeister, ne? Also. Sag niemals nie, bei mir in Buxtehude wurde auch eingebrochen, ne? Ja, so okay. Ist es nicht. In Buxtehude ist halt einfach so, wie soll ich sagen?
Da kennt man die Verbrecher auch ein bisschen. Ah, okay. Ich will nicht sagen, dass mir da nie was passieren würde, aber man kennt seine Hood da ja. Ich habe ja mitbekommen, in England werden ja gefühlt jeden Tag 5 Leute abgestochen, nur für die Uhr. Klar, also London ist natürlich die Hochburg. Es gibt so ein paar Städte, von denen sollte man sich fernhalten. Also ich würde sagen, Platz Nummer 1 mit Abstand ist London, Platz Nummer 2 Barcelona. Barcelona ist ein heißes Pflaster. Barcelona geht die Post ab. Und danach kommt Paris. Das sind so die Städte London, Barcelona, Paris. Und dann hast du natürlich Italien. Also jemand, der eine Uhr in Neapel trägt, der ist nicht mehr ganz bei sich. Ne? Lustigerweise kam jetzt halt die BBC vorgestern, gab es so einen Artikel bei denen. Da wurde jemand überfallen in Neapel. Der Dieb hat dann gesehen, dass die Uhr fake ist und hat sie zurückgekehrt. Ernsthaft? Das gibt's, musst du bei BBC Fake Uhr Neapel eingeben, kommt das. Hätte ja auch mein Beitrag sein können. Ja, genau. Deswegen habe ich auch immer. Deswegen immer nur Uhren aus Istanbul. Die Leute denken, man macht immer Spaß, Spaß, Spaß. Aber warum sollte ich riskieren, die Uhr original am Handgelenk zu tragen, wenn ich sie auch einfach ins Schließfach tun kann, bei der Bank und einfach einen Fake trage? Das ist halt etwas anderes, wenn ich einen Fake trage, obwohl ich weiß, ich habe das Original. Ja, bei dir, ich meine, wäre auch dumm, wenn du eine echte Uhr tragen würdest. Ne? Also, das Ding ist, es ist halt einfach gefährlich. Wenn du etwas hast, gibt es immer Leute, die das nehmen wollen. Ich glaube aber auch, es ist auch die Art und Weise, wie man auftritt. Ich will jetzt nur mal jetzt ein doofes Beispiel für mich. Das soll jetzt kein Hate sein an die Jungs, ganz im Gegenteil. Aber ein iCrimex, ein Justin, haben halt auch, heißt jetzt nicht, dass es zu Recht war, aber die haben trotzdem sehr, ja, provokant ist das falsche Wort, aber schon sehr bewusst das, was sie hatten, gezeigt. Also ich glaube, dass die beiden, das ist der beiden das erste Mal passiert. Vorher gab es das ja nicht. Ja. Also dass jemand überfallen wurde. Bei iCrimex war es so, da sind ja sehr viele Sachen passiert, die, ihr müsst euch mal beide Situationen geben. Bei iCrimex, der wurde unten in der Tiefgarage bei sich zu Hause überfallen, wo Leute rein und rausgehen, wo Leute die Tür zugehalten haben, unten in der Tiefgarage. Also da ist schon mal, da mussten schon Leute Bescheid gewusst haben. Und bei Justin, der wohnte da in einem Gebäudekomplex, wo man unten aufdrücken muss, reingehen muss, Feuerschutztür, hinten hoch. Der Justin guckt durch den Türspion, zieht den DHL-Mann und der DHL-Mann sprüht dem Dings in den Kopf, ins Gesicht. Rückblickend gesehen, natürlich macht Justin sowas heute noch? Nein. Natürlich ist das fahrlässig gewesen, so wie die gehandelt haben, in dem Sinne, dass man sagt, das war halt, die haben das halt gepostet und so weiter. Aber es musste das erst passieren, damit das heute nicht mehr passiert. Ne? Aber es waren schon verrückte Geschichten, ich sag's dir. Aber sie haben schon sehr provokant, nicht provokant im Sinne von, aber sie das, haben schon... Das hat man gemacht. Ja, ist auch einer der Gründe, warum ich keinen Goldschmuck mehr trage. Ach was? Also nicht, weil die überfallen worden sind, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, also mit einer der Gründe habe ich ja gesagt, dazu kam auch noch, dass ich meine Tattoos hatte. Also mein Tattoo hier und da eine Kette nicht mehr gut aussieht. Ah, okay. Aber okay. Nicht, Ich habe mich ja eh gefragt, weil du hast so krass Gold gefeiert. Ja, feiere ich auch immer noch in einer gewissen Art und Weise, aber letztendlich ist es mir das einfach nicht wert. So, weißt du, ich trage meinen Silberschmuck, ich trage meine Fake-Uhr und gut ist, die anderen Sachen, die einen Wert haben, liegen im Schließfach bei der Bank. Ich meine, am Ende muss man auch sagen, jetzt gerade mit dem Goldpreis und so weiter, ist ja kurioserweise auch beim Goldschmuck hast du Plus gemacht. Ja, ja. Also ist ja verrückt. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich habe und wie viel das alles wiegt. Ich habe das ins Schließfach reingetan und das liegt da jetzt einfach. Und wenn ich es irgendwann mal brauche, hole ich es wieder raus. Aber ja. Hast du manchmal Angst um deine Autos? Nein, gar nicht. Autos? Jetzt Diebstahl vor Autos meinst du? Nein. Das Ding ist halt einfach, Chat, man muss sich immer seinen Gefahren bewusst sein. Und wenn du jetzt nicht gerade der Typ bist, der irgendwie krassen Rücken hat, beziehungsweise immer mit 20 Jungs abhängt, aber immer trotzdem zeigst, was du dick hast, hier die 500er Batzen in der Tasche. Das schützt dich ja auch nicht. Guck mal, sagen wir mal so, du hängst mit 20 Jungs ab, ne? Am Ende, wenn wir Assis, du guckst ja auch die Videos mit Assis, ne, wo wir da, und er sagt immer dasselbe. Zu 90%, gibt euch das mal, 90% der Überfälle geschehen durch Tipps aus dem Umfeld. Ich glaube, ich konnte das, also wenn es einer weiß, dann er. Ich habe ja damit nichts zu tun, er macht ja Sicherheit. Er sagt, zu 90% sind die Tipps immer aus dem Umfeld, die sagen, pass auf, das und das. Und wenn ihr die Videos anschaut, die wir zusammen mit Assis gedreht haben, dann sind das Sachen, die passieren, die Leute wissen einfach, okay, der Typ geht jetzt da lang. Okay, der Typ ist jetzt da alleine. Das sind immer Dinge, die so sind. Von daher... Deswegen sollte man seinen Kreis klein halten. Genau, darum, wenn du sagst, okay, du hängst mit 20 Leuten ab, Alter, vielleicht verraten die dich auch noch. Ob meine Uhren versichert sind? Also erstmal, ihr habt ja eben bei der Reaktion gesehen, ihr lacht da immer drüber, aber ihr habt ja die Uhren gesehen, die zum Teil 600, 800.000 Euro kosten, die Fake sind. Ich versichere ja nicht meine Fake-Uhren. Und die Uhren, die ich habe, die im Schließfach sind, bei der Bank, sind natürlich versichert, ja? Ja, gut, okay. Ich bringe dich kurz nach oben. Ja. Chat. Wir machen kurz Werbung und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. Hat eine Menge Spaß gemacht, Jungs. Bis bald und wir sehen uns. Liebe in den Chat für Marc. Ich bin's, Marc.